schnell und flink mit dem TÜV durch die Stadt und dann gratis parkieren. Mit dem überall parkieren könnte es aber schon bald vorbei sein. Die TÜV-Fahrer, die heute auf dem Albispass unterwegs sind, halten gar nichts von möglichen Parkgebühren für ihre Gefährte. Ich finde, so wie jetzt regelt ist, ist es angemessen. Die TÜV brauchen nicht viel Platz. Da bin ich nicht dafür. Wir zahlen schon genug Steuern. Ich finde es schade. Ich meine, ein TÜV braucht nicht viel mehr Platz als ein Velo. Und es stört eigentlich keinen. Konkret erlaubt der Bund ab dem nächsten Jahr Städte und Gemeinden Parkgebühren zu verlangen, so wie sie es auch für die Auto machen. Das berichtet heute die NZZ am Sonntag. Die Idee, dass auch TÜV, Roller und schnelle E-Bike nicht mehr einfach gratis abgestellt werden können, kommt ursprünglich vom Städteverband. Wir wissen, dass Motorräder, Roller etc. zunehmen. Es geht gegen 1 Million unterdessen. Und gleichzeitig wollen wir die Autos aus der Altstadt raushauen. Auf der anderen Seite braucht es eben den Parkplatz für die. Und da ist logisch, dass die Städte einen Ausweg suchen. Die Signalisationsverordnung, die Parkgebühren national regelt, gilt bis jetzt explizit nur für Autos. Und es wird darum auf das Jahr 2021 ausgeweitet. So sollen die Städte auch den motorisierten Zweiradverkehr besser steuern. Die neue Möglichkeit für eine Lenkungsabgabe stößt bei Stadtzürcher Umweltpolitiker auf offene Ohren. Ich finde es im Grundsatz richtig, dass auch TÜV-Fahrende zahlen für den Gebrauch vom öffentlichen Grund. Schließlich brauchen ja die Platz und entsprechend macht es auch Sinn, dass dort ein gewisser Betrag abgegolten wird. Die Frage ist natürlich, wie hoch das ist und ob es sich effektiv in der Realität noch lohnt. Was beim grünen Politiker gut ankommt, passt dem SVP-Nationalrat und obersten Schweizer TÜV-Fahrer Walter Wottmann gar nicht. Also ich halte gar nichts von Parkgebühren für TÜV. Das ist ein Zweirad wie ein Velo. Und es wäre diskriminiert gegenüber dem Velo. Und so gesehen ist es nicht gerechtfertigt, dass wir Parkgebühren zahlen. Das zuständige Stadtzürcher Sicherheitsdepartement sagt heute, sie begrüssen die neue Möglichkeit und werden das genau prüfen. Konkrete Umsetzungsprojekte gäbe es aber noch nicht. Für Tele Zürich, Orgetorix Kuhn.